Namaste. Schön, dass du da bist. Ich mag uns heute ans Wurzelchakra heranführen. Es ist das erste Chakra in unserem Körper, das erste der sieben Hauptchakren und befindet sich am Damm. Es öffnet sich trichterförmig zur Erde hin. Und die Farbe des Wurzelchakras ist rosa oder auch ein tiefrotes Licht, so tiefrot glühend wie die Mitte der Erde. Das Wurzelchakra liegt am Damm, wie ich schon sagte, dem Kreuzungspunkt aller drei Beckenbodenschichten. Und auch die Beine und Füße gehören noch mit zum Bereich des Wurzelchakras. Dieses Energiezentrum ist meiner Meinung nach das Energiezentrum, dem wir zuerst unsere Aufmerksamkeit schenken sollten, um hier wirklich in erster Linie, wie ich denke, loszulassen und zu entspannen und dadurch die Qualitäten, die durch dieses Wurzelchakra aus der Erde in uns hineinströmen können, wie zu uns zu nehmen. Das sind die Qualitäten von Erdung, von Vertrauen, Urvertrauen, Sicherheit, Geborgenheit, auch Körperlichkeit, Materie. Und diese Qualitäten können zu uns kommen, wenn unser Muladhara-Chakra entspannt und damit geöffnet ist. Geöffnet, sodass die Energien der Erde in uns hineinströmen können. Ich habe heute mein Ganesha mitgebracht, den Elefantengott aus der hinduistischen Tradition. Das ist der Bewacher des Wurzelchakras, der Hüter des Tores. Dem Wurzelchakra sind zwei Götter zugeteilt. In der einen Tradition ist es Brahma, in der anderen Tradition der Ganesha, der mit seinem Rüssel alle Hindernisse beiseite schafft und den Weg öffnet. Und so denke ich, wenn wir uns unseren Muladhara-Chakra, so heißt das Energiezentrum, Mula ist die Wurzel und Dhara die Stütze, Wurzelstützen, Energiezentrum. Wenn wir uns den öffnen, dem hingeben, dem widmen, dann das ist die Basis dafür, dass sich alle anderen Energiezentren im Körper auch öffnen können. Und es wird immer sehr der Fokus gelegt auf nach oben steigender Energie, auf Kundalini erwecken. Und ich glaube, dass wir unglaublich viele Geschenke mitnehmen können, wenn wir uns einfach dem Energiefluss hingeben, der uns in unserem Wurzelchakra, in unserem Beckenboden zur Verfügung steht. Mit dem Sein, was ist, Annahme, Hingabe, Loslassen, üben. Es gibt fürs Wurzelchakra ein Bija-Mantra. Und bevor wir da gleich einsteigen, das Mantra zu tönen, eigentlich wird es 108 Mal getönt. Du kannst also gerne nach diesem Video dir die Zeit nehmen, um 108 Mal Lam in dein Wurzelchakra hineinzutönen. Da ich aber eigentlich nie schaffe, genau 108 Mal mitzuzählen, können wir es auch gleich einfach sein lassen. Kannst das für dich zu Hause probieren. Genau, bevor wir da reintönen, ist es gut für dich zu erfahren, wo genau liegt denn nun dieses Wurzelchakra. Und da kommen wir auch zum Beckenboden. Das Wurzelchakra liegt da, wo sich alle drei Muskelschichten des Beckenbodens kreuzen, im Damm. Kannst dir mal deine Sitzbeinhöcker ins Bewusstsein rufen, beziehungsweise mal wirklich so fühlen, ein bisschen auf den Sitzbeinhöckern hin und her rutschen oder von vorne nach hinten. Das sind diese zwei Knochen hier im Gesäß. Du kannst auch mal so ein bisschen das Fleisch nach hinten ziehen, richtig schön öffnen, ein bisschen von vorne nach hinten rollen und dann auf der Mitte dieser Sitzbeinhöcker zum Sitzen kommen.
Wenn deine Schultern nach hinten, unten rollen, entspannt über den Rücken ins Becken fließen lassen. Deine Wirbelsäule aufrichten, dein Scheitel. Kannst du dir vorstellen, dass hier oben so ein seidener Faden ist, der dich sanft emporhebt und dazwischen kann sich ganz weich, natürlich deine Wirbelsäule entfalten. Und dann kannst du auch mal dein Steißbein wahrnehmen. Kannst du es auch mal befühlen, dein Steißbein. Und manchmal geht es nach außen auch, eigentlich eher nach innen. Da können unsere Steißbeine ganz verschieden sein. Und das Schambein hier vorne, das sind eigentlich zwei Schambeine, die durch die Schambeinfuge miteinander verbunden sind. Dazwischen liegt der Beckenboden, zwischen Sitzbeinhöckern, Schambein und Steißbein. Und wenn wir jetzt den Damm aktivieren, erreichen wir somit alle drei Schichten des Beckenbodens. Und dazu mag ich dich jetzt erstmal einladen, überhaupt in deinen Beckenboden hineinzuspüren, deine Augen zu schließen und den Atem hier wahrzunehmen. Wie mit der Einatmung der Beckenboden sich ausdehnt, weitet, die Organe wie eine Hängematte empfängt und mit der Ausatmung der Beckenboden leicht nach oben steigt. Vielleicht kannst du das so ganz zart wahrnehmen, diese Bewegung hier im Beckenboden. Du kannst dir auch eine Blüte vorstellen, das Bild fürs Wurzelchakra ist auch eine Lotusblüte mit vier Blütenblättern. Eins am Steißbein, eins am Schambein und die anderen beiden an den Sitzbeinhöckern ausgerichtet. Und die Spitzen dieser vier Blüten, die treffen sich am Damm. Mit der Einatmung kannst du wahrnehmen, wie die Blüte sich hier öffnet. Vielleicht ist es auch keine Lotusblüte, sondern eine ganz andere Blüte für dich. Und mit der Ausatmung kannst du wahrnehmen, wie die vier Blütenblätter sich am Damm berühren, die Spitzen der vier Blütenblätter. Lass dich ganz weich mit deinem Atem gehen und vor allem ganz, ganz entspannt. Wenn du merkst, dass die inneren Bauchmuskeln mit aktiviert werden, dann ist das schon genug. Und es einfach zu fühlen. Wir wollen entspannen und loslassen im Muladhara Chakra. Mit der Ausatmung darf das Steißbein sich in die Erde aktivieren und zum Schambein kommen. Und mit der Einatmung wieder weich werden und loslassen. Und mach das ein paar Mal ganz zart. Nimm noch mindestens 50% von deiner Aktivität hier raus. Noch weniger, ganz minimal zart, dass du wirklich einfach nur diese Bewegung wahrnimmst. So, ah, okay, aha, da ist mein Damm. Da sitzt das Wurzelchakra. Da kann ich meinen Beckenboden aktivieren, über den Damm. Das ist die innerste Schicht, die sich da hebt, wenn das Steißbein ganz zart sich der Erde annähert und sich zum Schambein hin bewegt. Du kannst dir auch mal
vorstellen, dass Steißbein und Schambein sich aneinander annähern. Und da bist du auch schon nah dran an der Aktivität hier. Nur das Steißbein will vorher noch so einen Hauch von der Erde kennenlernen und sich dann dem Schambein annähern. Und dann schüttel mal die Arme, die Schultern. Bisschen so, puh, dein Becken. Kannst auch ein bisschen puh, den Atem mit dazu nehmen. Weil was schnell passiert, wenn wir uns unserem Wurzelchakra widmen, unserem Beckenboden zu wenden, ist, dass wir in eine Verspannung gehen und wir wollen wirklich so weich und locker wie möglich bleiben. Und zentrieren uns dann nochmal mit den Schultern nach hinten unten, mit der aufgerichteten Wirbelsäule. Und während jetzt das Steißbein sich in die Erde regelt, so ganz sanft und zum Schambein kommt, tönen wir ein U. Alleine die Bewegung im Mund, dieses U, aktiviert dir diese innere Beckenbodenschicht. Und lausche deinem Damm. Spür, was mit deinem Damm passiert, der vielleicht so ganz leicht nach oben steigt. Atme dann ein. Mit der Einatmung wieder lösen und weich werden. Einatmen, lösen. Und dann zur Entspannung tönen wir einfach ein A ganz weich in den Beckenboden hinein, zum Damm hin. Atme ein. Spür nach. Und entspann dein Kiefer, schau, dass die Zahnreihen voneinander gelöst sind. Und erlaube deinem Steißbein Mikrobewegungen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, dass das Steißbein sich ganz zart durch den Beckenboden bewegt, ganz zart deine Schamlippen erkunden möchte, deine Klitoris, die inneren Schamlippen, auch den After. Jedenfalls, wenn du eine Frau bist. Und wieder loslassen. Und vielleicht merkst du, dass du mit dem Steißbein so ganz feine, kleine Bewegungen ausführen kannst. Manchmal brauchst du dafür auch einfach ein bisschen Geduld. Die braucht es meistens. Eigentlich brauchst du viel Geduld, wenn du mit diesem Bereich arbeiten. Das ist der Bereich, in dem auch viele Themen wie gespeichert sind, gerade Themen aus den ersten Lebensjahren, die mit Urvertrauen, Geborgenheit, Sicherheit zu tun haben. Und es kann sein, dass auch nach dem Beckenboden Yoga, wenn wir mit der innersten Schicht arbeiten, dass du das Gefühl hast, du brauchst Halt, Unterstützung. Sei da ganz, ganz achtsam mit dir. Es kann wirklich sein, dass sich Themen hier lösen. Da sind viele Ängste gespeichert. Ängste, nicht dazu zu gehören, Ängste, nicht
keine Freunde zu haben, nicht zur Familie zu gehören, auch materielle Ängste, die Angst im Körper wirklich anzukommen. Und es kann sein, dass sich da viel löst bei dir, dass auch Themen aus den ersten Lebensjahren von dir nach oben kommen. Und da mag ich dir einfach ans Herz legen, dass du dir dafür Unterstützung suchst oder eine Freundin, die dir zuhörst. Oder dir wie so ein Kissen nimmst, das du hältst in der Annahme, du hältst das liebevolle kleine Kind in dir. Dich vielleicht auch einfach schüttelst und in die Natur gehen. Es ist unglaublich stärkend für unser Wurzelchakra, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Okay, anschließend das versprochene Lamm. Tönen in den Beckenboden, tönen ins Wurzelchakra hinein. Wenn du magst, visualisier dir tiefrotes Licht hier und lass dich erstmal noch einfach fühlen mit der ganzen Aufmerksamkeit oder so viel Aufmerksamkeit, wie du magst, wie du dir zumuten möchtest. In deinen Beckenboden hineinfühlen. In den Damm, der sich hebt und senkt. Ohne dass du dafür irgendwas tun müsstest. Einfach die ganz natürliche Bewegung, das Leben, was dir hier zur Verfügung steht, wahrnehmen. Noch mehr loslassen, auch den Kiefer, die Schultern. Und dann tönen wir Lamm. Lamm, 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 Lamm. Lamm, 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 Lamm. Lam, 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 lam. Lam, 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 lam. Und lass dich nachspüren. Wenn du magst, leg dich hin. Schenke dir Zeit und Spürbewusstsein. Wenn du magst, wiederhole die Sätze. Ich bin geborgen. Ich bin sicher. Ich vertraue. Ich gebe mich der Erde und dem Leben hin. Ich öffne mich für die Qualitäten von Urvertrauen, Geborgenheit und Sicherheit. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um nachzuspüren.
lass dich langsam und achtsam gehen. Deine Schritte auf der Erde sind kostbar. Namaste.